Wenn Werbung für Plasmide gemacht wird und man dank sofortiger Genmanipulation zu einem Übermenschen werden kann, dann lebt man entweder im Jahre 2050 oder man spielt ein Game der Bioshock-Serie. Doch neben den gentechnischen Phänomenen gibt es noch weitere interessante Facts zu Bioshock, die ich euch jetzt vorstellen werde. Bevor es das Konzept der Little Sisters gegeben hat, war es ursprünglich geplant, dass Nacktmull-ähnliche Kreaturen durch Rapture ziehen, um den Leichen Adam zu entnehmen. Da man einen Nacktmull später jedoch als unpassend empfand, sollte ein Hund im Rollstuhl die Rolle übernehmen. Warum auch immer dieser passender sein sollte als ein Nacktmull. Nachdem man diese Idee als zu skurril angesehen hat, wurde der Hund wiederum durch Nacktkiemer ersetzt, was im Meer lebende Schnecken sind. Unterwasserschnecken würden zwar ganz gut zu Rapture passen, aber inwieweit ist ein Nacktkiemer nicht skurriler als ein Hund im Rollstuhl? Nach all diesen mehr als schwachsinnigen Konzepten erinnerte sich ein Entwickler dann an die vielen Streitigkeiten mit seiner kleinen Schwester, wodurch die Little Sisters entstanden sind. Da man die Idee mit den Seeschnecken aber immer noch so unglaublich großartig fand, wurden diese schließlich zum Adam-Produzenten gemacht. Unter der Tauchkugel, in die man zu Beginn des Spiels steigt, befindet sich ein komplett leeres Schild, das weder eine Textur noch irgendwelche Physics besitzt und damit eigentlich vollkommen sinnfrei ist. Aber hey, das bedeutet immerhin mehr Stoff für irgendwelche schlechten Creepypasta-Autoren. Wenn man sich im Dionysus Park in Bioshock 2 etwas genauer umsieht, kann man eine gefrorene Katze mit dem Namen Schrödinger finden. Dies ist ein Easter Egg an den bekannten Physiker Erwin Schrödinger, der in seinem Gedankenexperiment das Paradox einer lebendigen, aber auch gleichzeitig toten Katze aufgestellt hat. Bei mir lernt ihr noch Brauchbares für den Physikunterricht. Ein weiteres Easter Egg lässt sich in Bioshock Infinite finden. In der Szene, wo ihr das erste Mal auf Elizabeth trefft und ein Portal nach Paris geöffnet wird, kann man für kurze Zeit ein französisches Kino sehen. In diesem läuft neben dem allseits beliebten Film Pixelbrei auch der Film La Revanche du Jedi, was der französische Titel von Star Wars Episode 6 Die Rückkehr der Jedi-Ritter ist. Wenn man die liebevollen Details von Bioshock Infinite etwas genauer unter die Lupe nimmt, wird man außerdem einige Anspielungen an die älteren Teile der Serie erkennen. Denn betrachtet ihr den Schallplattenspieler im Comstock-Haus, so wird euch der Name Rapture Records ins Auge springen, was eine Anspielung an die Unterwasserstadt Rapture aus den ersten Teilen ist. Seid ihr dann im dritten Bioshock-Game nach Rapture zurückgekehrt, könnt ihr hier als kleines Easter Egg wiederum eine Little Sister mit einem toten Big Daddy sehen. Ja, mein lieben Pouchies, das war's von dieser Ausgabe Weird Facts und Trivia zu Bioshock. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Links geht's zur letzten Folge über Spyro und rechts gibt es unnützes Wissen zur Assassin's Creed-Reihe. Wenn ihr Vorschläge für die nächsten Episoden habt, dann schreibt's mir einfach unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute! Wenn Werbung für Plasmide gemacht wird und man dank sofortiger Genmanipulation zu einem Übermenschen werden kann, dann lebt man entweder im Jahre 2050 oder man spielt ein Game der Bioshock-Serie. Doch neben den gentechnischen Phänomenen gibt es noch weitere interessante Facts zu Bioshock, die ich euch jetzt vorstellen werde. Bevor es das Konzept der Little Sisters gegeben hat, war es ursprünglich geplant, dass Nacktmull-ähnliche Kreaturen durch Rapture ziehen, um den Leichen Adam zu entnehmen. Da man einen Nacktmull später jedoch als unpassend empfand, sollte ein Hund im Rollstuhl die Rolle übernehmen. Warum auch immer dieser passender sein sollte als ein Nacktmull. Nachdem man diese Idee als zu skurril angesehen hat, wurde der Hund wiederum durch Nacktkiemer ersetzt, was im Meer lebende Schnecken sind.
Unterwasserschnecken würden zwar ganz gut zu Rapture passen, aber inwieweit ist ein Nacktkiemann nicht skurriler als ein Hund im Rollstuhl? Nach all diesen mehr als schwachsinnigen Konzepten erinnerte sich ein Entwickler dann an die vielen Streitigkeiten mit seiner kleinen Schwester, wodurch die Little Sisters entstanden sind. Da man die Idee mit den Seeschnecken aber immer noch so unglaublich großartig fand, wurden diese schließlich zum Adam-Produzenten gemacht. Unter der Tauchkugel, in die man zu Beginn des Spiels steigt, befindet sich ein komplett leeres Schild, das weder eine Textur noch irgendwelche Physics besitzt und damit eigentlich vollkommen sinnfrei ist. Aber hey, das bedeutet immerhin mehr Stoff für irgendwelche schlechten Creepypasta-Autoren. Wenn man sich im Dionysus Park in Bioshock 2 etwas genauer umsieht, kann man eine gefrorene Katze mit dem Namen Schrödinger finden. Dies ist ein Easter Egg an den bekannten Physiker Erwin Schrödinger, der in seinem Gedankenexperiment das Paradox einer lebendigen, aber auch gleichzeitig toten Katze aufgestellt hat. Bei mir lernt ihr noch Brauchbares für den Physikunterricht. Ein weiteres Easter Egg lässt sich in Bioshock Infinite finden. In der Szene, wo ihr das erste Mal auf Elizabeth trefft und ein Portal nach Paris geöffnet wird, kann man für kurze Zeit ein französisches Kino sehen. In diesem läuft neben dem allseits beliebten Film Pixelbrei auch der Film La Revanche du Jedi, was der französische Titel von Star Wars Episode 6 Die Rückkehr der Jedi-Ritter ist. Wenn man die liebevollen Details von Bioshock Infinite etwas genauer unter die Lupe nimmt, wird man außerdem einige Anspielungen an die älteren Teile der Serie erkennen. Denn betrachtet ihr den Schallplattenspieler im Comstock-Haus, so wird euch der Name Rapture Records ins Auge springen. Was eine